Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir und ich freue mich ganz doll, dass ihr dabei seid. Heute zeige ich euch, was die liebe Anna mir geschickt hat. Sie hat mir ein Päckchen geschickt und eine Karte. Da steht unter anderem drin, eine Frau ist nur dann hilflos, wenn ihr Nagellack trocknet. Das finde ich sehr schön. Das ist die Karte. Da hat sie mir ganz liebe Worte geschrieben. Und die finde ich auch super süß. Die kommt hier auch auf meinen Schminktisch mit dazu. Und ganz viele schöne Sachen hat sie mir geschickt. Eigentlich ging es nur um Nagellacke, aber sie hat gesagt, sie packt mir noch ein paar andere Sachen mit rein. Unter anderem habe ich hier das Fixing Powder von Reval de Lubiang, was ja jetzt Reval Loves Me ist. Da ist so ein kleiner Powder Puff drin und das ist sogar noch zu. Das ist noch unbenutzt und ich habe so viele Fixing Powder, das geht mit in meine Verlosungsschublade rein. Aber trotzdem vielen Dank dafür. Da werde ich bestimmt dann jemanden finden, der sich darüber ganz doll freut. Dann haben wir hier von Bella Pierre Cosmetics die Peach Blossom Eyeshadow Palette. Mit so einem kleinen Spiegel und einem kleinen, mit einer kleinen Folie. Und dann sieht das so aus. Swatche ich euch mal. Das ist sogar ungeswatcht, ungeöffnet. Und da haben wir diese vier schönen Farbtöne. Sehr schön. Die werde ich auf jeden Fall demnächst mal benutzen. Das sind sehr schöne Peach-Töne. So, auch von Bella Pierre Cosmetics Heatwave Highlighter Palette. Das sieht einmal so aus. Und so. Die swatche ich euch auch mal. Vier auf jeden Fall davon. Das sind eher ein bisschen dezentere Highlighter, aber doch, kann man ganz gut erkennen. Sehr schön. Kommt gleich in meine Highlighter-Schublade. Dann haben wir hier von The Balm Foiled Again Foil Eyeshadow. Das ist der Red Handed. Das ist so ein Kupfertönchen. Der ist ganz weich. Wow. Und der hat eine echt satte Farbabgabe. Wow, sehr cool. Den kann ich mir auch so als One-Shadow-Look gut vorstellen, wenn man nur einen Lidschatten auf dem Auge trägt. Dann haben wir hier Matte Couture Matte Liquid Lipstick and Lip Liner von Reval de Loup. Die waren ja super gehypt. Das ist Silk. Und dann haben wir hier noch, der ist noch komplett zu. Matte Liquid Liner, Liquid Lipstick and Liner in der Farbe Pleats. Da finde ich den Peach, den Silk finde ich noch ein bisschen interessanter. Und der ist ja noch komplett verschlossen. Der kommt mit in die Verlosung. Wenn es mal wieder eine gibt, dann kommt der mit da rein. Und den Silk, der ist schon offen, den behalte ich. Liquid Lipstick mit mattem Finish. Mit Lip Liner. Probieren wir doch gleich mal aus.
Ja, ist ein schöner Nude-Ton. Sehr schön. Dann haben wir hier von Catrice Velvet Matte Lip Cream Satin Matte Effect. Einmal den. Auch eine sehr schöne Rosenholz-nudige Farbe. Dann von Revlon Metallic Ultra HD Matte Lip Color. Oben steht Metallic drauf und da steht Matte Lip Color. Ah, okay. Der hat so Glitzerpigmente mit drin und der trocknet aber dann, glaube ich, matt runter. Der ist einmal hier. Sehr schön. So ein Pfirsich mit Glanz. Dann Matt Ultra Matt Lip Color von Revlon. Achso, wie hieß der denn? Hat der einen Namen? HD Gleam. Ja, HD Gleam, die 996. Und hier haben wir einmal Forever Eternity. Der ist einmal hier, Forever Eternity, der ist ein bisschen dunkler. Dann haben wir hier noch einen Lütten, Lucious Lip Stain von Klug Holiday Getaway. Das ist einmal der hier. Dann haben wir hier eine kleine Chokri. Sehr gut. Und Haribo Eierlauch. So Gelee-Eier. Die mag Herr Muffin ganz gerne. Die kriegt er. Die sind zweimal hier drin. Und dann haben wir noch Gummibärchen. Lecker, lecker Gummibärchen. Dann haben wir hier noch Rock Couture Liquid Liner. These White Stripes. Oh ja, das ist schon ein schönes Weiß mit goldenem Schimmer. Dann ist hier noch ein Fat Eye Stick von Ico drin, Ico London. In so einem schönen braunen metallischen Glanz. Sehr cool. Und noch eine Chokri und ein You're Amazing
Black Magic Liquid Eyeliner. Der sieht so aus. Sehr cool. Der kommt gleich hier zu meinen Liquid Eyeliner Backups. Und dann haben wir hier noch einen Melted Chrome Eyeshadow in der 03 Platinum Nights. Der fühlt sich butterweich an. Und der hat so einen lila-grau-metallischen Schimmer. Der ist sehr cool. Und dann haben wir noch einen Revlon Super Lustrous Lipstick in Vava Violet. Der sieht fast ein bisschen aus wie Mac Cyber. Ja, nur ein bisschen cremiger. Na, Mac Cyber ist noch ein bisschen dunkler. Aber eine sehr, sehr schöne Farbe. Sehr, sehr nice. Vielen lieben Dank. Ach, so viele schöne Sachen. Und jetzt kommen wir zu den Nagellacken. Wow. Hier haben wir einmal von Trend It Up Holo Dimension. Das ist so ein Rot mit Grün und Blauschimmer, die 20. Ich habe davon auch einen schon in der Post mal gehabt, und zwar die 10. Die sind so holographisch schimmernd. Das passt ja sehr gut, da baut sich ja meine Reihe auf. Holo Dimension, sehr schön. Ja. Sehr, sehr schön. Dann ein ganz schönes Rosa von Essence, Millennial Pink. Ich würde es eher Schweinchenrosa nennen, aber das ist ein sehr, sehr schöner Lack. New Quick Dry Gel. Das ist auch die neue Verpackung. Und der scheint auch deckend zu sein. So, was ich so am Flaschenhals erkennen kann. Dann Trended Up Nail Polish in der 170. So ein kleiner. Dann die 60, ein Pink. Das ist mal ein richtiges sommerliches Pink. Ja, 6 Milliliter sind da drin. Finde ich eine gute Größe für einen Nagellack. Das kann man dann vielleicht sogar mal aufbrauchen. Dann von Trended Up die 180. So ein wunderschönes Lila. Den hätte ich mir sicherlich auch gekauft, wenn ich den im Laden gesehen hätte. So lila Metallic. Sehr schön. Dann ein Glitzerjunge, die 25. So ein beige Glitzer. Sehr schön. Mal gucken, ob der deckend ist. Ja, ich denke, in zwei Schichten könnte der deckend sein. Und noch einer von Trended Up. Die 230. Ein schönes Gold. Sehr schön. Dann haben wir hier einmal Nail Art Express Quick Dry Drops. Trocknet Nagellack in Sekunden. Ich habe mal solche Tropfen ausprobiert, aber ich mag das nicht so, das Gefühl, wenn die so über die Fingernägel laufen. Aber es ist ganz praktisch tatsächlich. Ich glaube, das werde ich dann nochmal ausprobieren. Dann haben wir hier von Catrice The Very Berry Best.
Das sind noch die aus dem alten Standardsortiment, die Verpackung. Aber der ist noch tippitoppi in Ordnung. Ein sehr schöner, bäriger Ton. Dann ND24 Darling. Ein schönes Rot. So ein Feuerwehrauto-Rot. Das ist ein riesiges Fläschchen mit einem relativ dünnen Pinselchen. Da sind 15 Milliliter drin. Riesig. Und dann haben wir hier Graffiti aus der Urbanized LE, den Graffiti Topcoat Be My Town Homie. Mit so schwarz, weiß, roten Glitzerpartikeln. Und ein ganz dünnes Pinselchen. Mal gucken, ob ich damit zurechtkomme. Und dann haben wir hier von Alessandro. Der hat keinen Namen mehr. Nail Polish. So ein Nude-Ton. Schickes Nude. Und von P2 aus der Color Victim-Reihe. Der So Cool. Ach, wie schade, dass P2 rausgegangen ist. Die hatten echt gute Sachen. Pinsel ist auch in Ordnung von der Größe her. Und das ist so ein schönes, sommerliches Poolblau, finde ich. Und zu guter Letzt ein Sally Hansen Lack. Mein erster und einziger Sally Hansen Lack. Danke dafür. Und der heißt Cook a Mango. Mal gucken, was der für ein Pinselchen hat. Ah, ein schönes breites Pinselchen. Ja. Und das ist auch so eine schöne Sommerfarbe. Und da sind, glaube ich, auch 15 Milliliter drin. 14,7 Milliliter. Also fast 15 Milliliter. Sehr schön. Eine sehr, sehr, sehr schöne Farbe. So. Ich freue mich ganz doll über die schönen Sachen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Danke nochmal für das Päckchen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!